Guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen, und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog hier auf dem Kanal. Da fangen wir heute einfach mal direkt, wie sagt man, da gibt es so ein Sprichwort, irgendwie in die Tür gefallen, kein Plan. Naja, wir machen es heute einfach direkt mit dem Frühstück, starten wir einfach direkt den Vlog. Es gibt heute, aua, okay, ich habe mich nicht geschnitten, es hat sich so angefühlt. Also, wir starten mit Erdbeeren. 100%iger kakaohaltiger Schokolade. Ihr wisst, ich habe euch schon mal gesagt, warum ich die esse in Kombination mit meiner Bowl. Super gesund. Und Honig. So, das gibt es jetzt hier. Schokolade ein bisschen klein geschnitten, klein gedrückt. So ein paar Stückchen einfach, das ist ganz geil, ja. Gibt ein bisschen Flavor. Und wie gesagt, die Antioxidantien und so weiter, und was die Benefits davon sind, wenn du eben Schokolade mit 100%igem Kakaogehalt zu dir nimmst. Natürlich immer in Maßen. Ja, und dann gibt es noch Erdbeeren drauf. Und das ist die Frühstücksbowl um, keine Ahnung, 13 Uhr. Das Dumme ist auch, ich habe meine Smartwatch noch nicht angehabt den ganzen Tag. Ich bin schon seit um 9 Uhr wach, das heißt 4 Stunden gehen da jetzt ein bisschen flöten. Aber das kriegen wir schon irgendwie alles wieder rein. Also in dem Sinne, schön, dass ihr wieder am Start seid, Freunde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Boah, ich gönne mir gerade einfach die feinste Sonnung, gell. Es ist so heiß heute mit der Sonne, ist brutal. Ja, die knallt so geisteskrank. Ich habe wieder den albernen Hut auf. Im Endeffekt ist es eigentlich so ein Buckethead von meiner Freundin, aber ich klappe den immer so hoch und dann sonne ich mich so. Ja, ich brauche Farbe, Mann. Ich bin übel weiß. Ich bin übel der weiße Käse, weil ich halt zu Hause, weiß nicht, ich gehe nicht so gern raus im Sommer in Deutschland. Also das ist meine Meinung und ich weiß, dass viele diese Meinung teilen, aber auch andere Meinungen sind. Meine Meinung ist, dass du in Deutschland im Sommer einfach so gut wie nichts machen kannst. Das ist einfach Trash. Also ich sag, wie es ist. Für mich ist Deutschland im Sommer einfach Trash. Weil guck mal, was kannst du machen an Seen? Wir haben so wenige Seen bei uns in der Nähe von Stuttgart. Und die wir haben, die sind randvoll im Sommer. Kannst also komplett vergessen, wenn du keinen Bock auf Menschen hast. Und ich habe nie Bock auf Menschen. dann haben wir die Möglichkeit, ins Freibad zu gehen. Wow, geil. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, wie in so einer Sardellendose zu liegen. Ja, das war's. Oder du hast halt irgendwie einen coolen Garten, Balkon oder so. Ja, gut, okay, ja. Das ist eine Sache für sich. Aber es ist halt auch nicht so. Keine Ahnung. Den ganzen Tag auf dem Balkon zu liegen oder im Garten zu liegen, ist halt irgendwie auch nichts. Wenn du dann irgendwie die ganze Zeit so diesen ganzen Stadtlärm und Autos und Krankenwagen und ganzen Lärm um dich rum hast, so ist es halt, wenn du in der Stadt wohnst, ne? Ja, aber wir haben halt damals die Wohnung echt, das war echt ein Schnapper, diese Wohnung. Und ich meine, von der Lage, wie wir wohnen, ist halt auch schon sehr, sehr geil. Kann man sich eigentlich wirklich nicht beschweren. Es ist halt nur einfach, im Sommer bockt es halt gar nicht. Ich sag euch, wie es ist. Im Sommer macht es einfach keinen Bock, in der Stadt zu leben. So, und deswegen, dann bin ich halt die ganze Zeit drin oder gehe erst raus, wenn es dunkel ist. und dann bekommst du halt nicht wirklich Sonne, ne? Und das muss ich halt immer im Sommerurlaub nachholen. Die ganze Sonne, die Tankung, die Sonnentankung, um schön braun zu werden. Man sieht einfach gesünder und tausendmal besser aus, wenn man braun ist. Das ist einfach so. Also ich finde mich selber so viel hübscher, wenn ich braun bin. Es klingt so dumm, aber es ist einfach so. Ich denke, es geht euch auch so. Ich glaube, die Thematik hatten wir schon mal in irgendeinem von diesen Vlogs. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über Farbe und keine Farbe. Farbe ist einfach viel schöner. Ja, heute knallt die Sonne auf jeden Fall brutal. Die ist richtig stark. Und für die nächsten 2-3 Tage ist Regen angesagt. Deswegen dachte ich mir, sollte ich das heute schon nochmal richtig enjoyen und mich so richtig schön brutzeln lassen. Kennt ihr das, wenn es einfach irgendwann zu heiß wird? Wenn ihr so das Gefühl habt, boah, ich glaube, ich bin komplett verbrannt. So fühle ich mich gerade schon, obwohl ich erst seit 20 Minuten hier liege oder so. Echt ja schöne Musik und lieg hier ganz gemütlich. Meine Freundin liegt drüben auf der anderen Seite der Terrasse, auf der Hängematte, macht einen kleinen Mittagsschlaf. Ach, ist alles ganz harmonisch und gemütlich und cozy hier. Ich wünschte, ihr könntet auch alle hier sein. Könnten wir alle zusammen einfach in der Sonne liegen und diese Fitness-Challenge physisch miteinander machen, so wisst ihr? So, dann würde ich so sagen, okay, Leute, jetzt legen wir los. Und dann stellen wir uns alle so im Kreis auf und oder in so einer Reihe und jeder macht so sein Ding. Das finde ich auch irgendwie auch witzig. Aber so machen wir es virtuell. Ist auch cool. Als ob ich so stinke, dass die ganze Zeit die Fliegen zu mir kommen. Unglaublich heute. Die ganze Zeit habe ich Fliegen an meinem Körper.
Ich muss wohl richtig stinken. Ich bin richtig platt gerade von der Sonne. Ich liege hier einfach nur auf dem Sofa rum. Und habe mir jetzt so gesagt, boah, eigentlich müsste ich jetzt einmal was zu Mittag essen. Ich habe noch nichts gegessen so wirklich, außer das die Bowl heute Morgen. Deswegen gibt es jetzt eine weitere Bowl. Und zwar Lachs und Gemüse und ein bisschen Reis. Das, was wir eingekauft haben neulich. Ja, das esse ich jetzt. Alter, ich bin gerade richtig fertig. 6 Stunden später. So, hab's mal geschafft, mich aufzurappeln, weil ich echt, boah, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe heute einfach zu viel Sonne getankt und war einfach so im Eimer vorher. Hab ein bisschen was geschnitten, hab dann ein bisschen was gezockt auf der PS Portal, dann ein bisschen was angeschaut und irgendwie ist die Zeit dann ganz schnell rum gewesen und ich war einfach so kaputt, dass man merkt das richtig, wenn man zu viel Sonne abbekommt, bist du einfach tot. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt aufgerafft, denn ich werde jetzt wieder joggen. Dieselbe Strecke, die ich gestern gejoggt bin. Diese 5 Kilometer, oh, 40 Minuten, da werde ich jetzt joggen. Ja. Und dann treffe ich meine Großeltern. Stimmt, ganz vergessen. Ich mache dann was mit meinen Großeltern. Ganz vergessen zu erzählen. Ganz vergessen, ich weiß ja, wo ich hingehe. Ich treffe mich mit meinen Großeltern danach, nach dem Joggen. Irgendwann später. Also ich mache jetzt erstmal die Strecke. Und dann werde ich mich mit denen treffen. Ich gehe zu denen. Abendessen, da freue ich mich schon drauf. Ah, es wird bestimmt wieder was richtig Gutes. Und dann geht's wieder nach Hause. Und meine Freundin ist heute mit meiner Tante unterwegs. Die machen so einen Mädelsabend, die zwei. Und dann dachte ich, bevor ich dann alleine bin, hätte ich ja auch was mit meinem Onkel oder so machen können. Aber meine Großeltern haben mich gestern Abend noch gefragt, ja, aber willst du morgen nochmal vorbeikommen? Sollen wir was zusammen Abend essen? Und da sage ich natürlich nicht nein, wenn die Großeltern das sagen. Ne? Vor allem sollte man sowieso jede Sekunde mit denen genießen, die man hat. Gell? Ich sage das ja immer wieder an die Leute, die noch Großeltern haben. Nutzt die Zeit mit denen. Also, ich laufe jetzt los, Freunde. 40 Minuten. Werde ich ungefähr brauchen, schätze ich jetzt mal. Wir werden es sehen. Ich habe Bock. Auch wenn ich ein bisschen müde bin. Aber ich bin trotzdem motiviert. Ich bin jeden Tag motiviert. Also, let's go, let's do this. Ich schwöre es euch, heute ist ein Kampf. Heute ist ein absoluter Kampf. Alter. Oh, meine Linse. Egal, die ist dreckig. Ich sterbe. Ich habe jetzt schon zweimal kurz eine Minute Gehzeit eingebaut. Weil ich es heute einfach nicht pack. Tun noch die Gelenke echt weh. Junge, Junge. Boah, ich habe auch mies Schmerzen. Oh. Boah, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich habe heute mies Schmerzen. Hier. An der Wade. Oh. Aber ich habe es bald geschafft. Noch ein bisschen durchpowern. Morgen gehe ich auf jeden Fall nicht laufen. Morgen manchmal einen Tag Pause mit Joggen. Aber es fühlt sich gerade echt mies an. Ich glaube, meine Beine brauchen eine Auszeit. Okay, scheiß drauf. Ah, es fühlt sich echt beschissen an. Es ist halt so, als wäre es kein Krampf. Eher so, wenn die Muskulatur so kontrahiert. Egal. Wir haben 38 Minuten. Hab nicht die komplette Strecke geschafft, aber es macht nichts. Man kann auch, ja, man, ist halt jetzt so, man kann nicht immer alles direkt schaffen. Es gibt auch mal schlechtere Tage, so wie jetzt zum Beispiel. War nicht der beste Tag, 38 Minuten, ich würde sagen 4 Minuten davon bin ich einfach nur normal gegangen, so wie jetzt gerade. Und ja, ey, passt trotzdem. Passt trotzdem, ich habe mein Bestes gegeben, habe es heute halt nicht ganz geschafft. Aber wir sind wirklich, wir sprechen hier von einer Strecke von maximal 4 Minuten, die ich noch hätte joggen können. Aber meine Beine, sie sind echt tot gerade. Wow, jetzt geht's aber ab hier, es ist laut. Deswegen, meine Beine sind tot. Und ich freue mich mega, morgen den Tag mal auszuruhen. Zumindest werde ich morgen
kein Joggen machen. Morgen gehe ich nicht laufen. Morgen werde ich wahrscheinlich wirklich mal 300 Liegestützen machen. Das würde ich mir jetzt einfach mal als Ziel setzen. Morgen 300 Liegestützen. Aber morgen mal einen Tag Pause für die Beine. Die sind echt zu. Aber es macht nichts. War trotzdem geil. Ich fühle mich trotzdem gut. Ich muss nur ganz kurz das Training beenden. Jetzt. War trotzdem geil. Ich fühle mich gut. Sehr kaputt natürlich. Kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass das Wetter heute so drückend ist, weil es schon sehr warm, immer noch sehr warm gerade. Ich habe extrem viel Sonne heute getankt. Ne? Kann auch ein bisschen daran liegen, dass mein Körper einfach ein bisschen geschwächt ist von der ganzen Sonnung. Aber ist egal. Trotzdem machen. Wisst ihr, ich meine, auch wenn man es nicht, wenn man nicht die 100% schafft, die man sich vornimmt, es ist dennoch wichtig, 100% zu geben. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja, und das ist das Wichtigste. Auch wenn mein Körper oder meine Ausdauer oder das Wohlbefinden nicht die 100% schafft, gibt trotzdem 100. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist das Wichtigste. Boah, freue ich mich jetzt gleich bei meinen Großeltern, mich einfach hinzuhocken, was Geiles zu essen, was Kühles zu trinken. Oh, es gibt's Besseres. Wisst ihr, man beschwert sich so oft im Leben über den größten Scheiß, ja? Über den größten Scheiß beschwert man sich. So unnötige Dinge, über die man sich den Kopf zerbricht, wenn das Leben so simpel sein kann. Versteht ihr, wie ich meine? Es kann so simpel sein. Guck mal, wie glücklich ich jetzt bin, weil ich meine Großeltern gleich sehe, die ich halt nicht so oft sehe, weil sie halt auf Mallorca leben. Ja, ich werde die gleich sehen. Das macht mich unglaublich glücklich. Ich krieg gleich was Kaltes zu trinken und geiles Essen. Warum macht man sich so viel Gedanken über so viel Müll, wenn es so simpel sein kann? Das ist echt so eine Sache, die man lernen muss. Gewisse Sachen einfach auszublenden und nicht über alles nachzudenken, sondern auch einfach mal abschalten.